Moin Moin, ihr Filmrekruten. Ich war am Dunkirk und muss euch sagen, warum du halt ins Kino gehen musst und den einfach genießen musst. Wo bleibt die verdammte Air Force? Ja, wie fange ich einfach nur an mit diesem Film? Das ist einfach, boah. Also, was da Christopher Nolan, das ist ja der Regisseur, da geleistet hat, nach einfach Inception, der war schon Hammer. Interstellar fand ich top. Und dann natürlich auch noch andere Filme, wie natürlich Batman Dark Knight. Und er hat da wieder bewiesen, dass er einfach ein Virtuose ist. Und als, klar, für Cineasten oder halt für das normale Publikum ist der Film einfach top, ganz ehrlich. Ich kann nicht viel sagen, ich fange einfach mal an. Der Film einfach atmosphärisch beklemmt ist. Man fühlt sich mittendrin, das macht auch die Musik aus von Hans Zimmer. Und es ist einfach von vielen Sichtweisen, von der Story, es ist halt Krieg von der anderen Seite. Und das macht einfach Spaß. Die Spannung ist da, man fiebert so ein bisschen mit. Was ist mit denen jetzt, was ist mit denen, wie war das halt? Klar, es ist natürlich eine wahre Geschichte. Es kommt doch dazu, dass der Zuschauer noch sich da mehr reinversetzen könnte. Und ich war hin und weg, ganz ehrlich. Allein schon, es wurden sehr viele Special Effects abgefeuert. Es gab nicht so viele visuelle Effekte. Das ist schon mal echt ein Top-Punkt, finde ich jetzt auf jeden Fall für einen neuen Blockbuster. Also ich finde, er reiht sich halt in die Top-Filme des Jahres 2017 ein. Und so einen Kriegsfilm, Leute, ganz ehrlich, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also was ganz, ganz anderes. So, und dann kommen wir natürlich dazu, klar, die ganzen Settings, das ist einfach wie damals halt dargestellt ist, kommt natürlich auch vom Filter an, das ist halt alles auf alt gemacht und die Kostüme, das ist einfach alles Wahnsinn, echt, was die da geschaffen haben, kann ich nur eins sagen, top. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen über den Film, auch schauspielerisch, es werden viele Punkte halt ausgeleuchtet und klar stehen natürlich Harry Styles, Tom Hardy, die stehen alle da im Fokus, aber auch andere Schauspieler, die machen halt echt ihre Sache super gut. Auch die ganzen Statisten und so weiter, wenn das da so alles anfängt zu brennen und die Rauchwolken kommen und die da stehen. Und eigentlich, ganz ehrlich, ich glaube, jeder Mensch würde so reagieren, wie das im Film ist. Und das ist wirklich so. Deswegen ist der Film einfach der Wahnsinn. So, mehr will ich gar nicht sagen. Ich soll einfach nur sagen, geht ins Kino. Allein, sag ja, der Sound, die Musik, der Hammer. Du denkst, du wärst im Krieg mit drin. Man denkt das wirklich. Da kommen die Torpedos, da die Bomben. Und ja. Wer natürlich denkt, das wäre jetzt ein Kriegsfilm wie Soldat James Ryan. Oder halt so die Richtung Inglourious Basterds, der wird natürlich enttäuscht werden. Aber muss das immer sowas sein? Eigentlich nicht. Und deswegen sage ich Fazit einfach, es ist ein Kriegsfilm aus einer anderen Sicht. Beklemmend, atmosphärisch, krasse Kamerafahrten. Einfach genial. Und weil das einfach alles zusammenspielt und ich nichts zu bemängeln habe, ganz ehrlich, Leute, ist er für mich auch, wie bei den anderen Kritikern auch, eine 10 von 10. Wahnsinn, echt. Ich bin hin und weg. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil der einfach Spaß gemacht hat, ganz ehrlich. So, Leute, wenn ihr den schon gesehen habt, würde ich mal gerne eure Meinung auch hören. Ab in die Kommentare. Ja, den anderen wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß im Kino oder halt nachher irgendwann mal im Heimkino. Und ich würde sagen, lasst doch gerne ein Abo da, Like geben für das Video. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!